Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu Angriffen der Jäger und damit einer neuen Folge Zelda Tears of the Kingdom. Ladies and Gentlemen, wie ihr sehen könnt, haben wir hier eine Jäger-Basis im Untergrund gefunden. Wir befinden uns ganz genau hier, nahe der Karut-Wurzel. Den Stempel können wir jetzt löschen. Wir haben die Wurzel nämlich das letzte Mal gefunden und wollten, bevor wir an die Oberwelt gehen, eigentlich uns nur noch hier nochmal ein bisschen durchkämpfen. Ich wünsche euch damit viel, viel Spaß. Da haben wir nämlich einmal jemanden, den wir jetzt noch ausschalten müssen. So, pass auf. Ich werde mich mal hier jetzt elegant rüberdödeln. Und dann ist die Frage, wie kommen wir jetzt nach oben? Warte, das sieht gut aus. Nutzen wir das, um aufs Dach zu kommen. Lass mal gucken, wo ist der Jäger? Ist er tiefer? Ich glaube ja, pass auf. Wenn er noch ein bisschen tiefer ist, können wir hier noch versuchen, ein bisschen höher zu kommen. Aber ich glaube, geholt haben wir ja so formal schon alles. Wo ist er denn da hinten? Der ist so weit weg. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt noch kriegen. Ich weiß nicht, ob der nochmal rankommt hier auf dem Meter. Wir gucken mal. Mist. Genau, jetzt geht mein Bogen kaputt. Genau jetzt, wo man es brauchen würde. Mist. Ja, Frage ist natürlich, wenn wir jetzt hier alles schon geholt haben, ist da drin noch irgendwas? Oder ist da drin nichts mehr? Theoretisch ist da ja, glaube ich, nichts mehr drin. Lülülülülülü, lass uns nochmal schauen. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr drin. Ah, warte mal, hier ist noch ein Tisch. Was liegt hier? Im Inneren der Mauer, die sich vom Boden bis zur Decke erstreckt, scheint irgendwas Besonderes zu stecken. Die Mauer sieht auch ganz und gar nicht wie eine natürliche Felswand aus. Oh nein, sie ist künstlich geschaffen, keine Frage. Leider scheint es nirgendwo einen Zugang ins Innere zu geben und der harte Stein vereitelt jederlei Durchbruchsversuch. Ganz klar, hinter der Mauer warten Schätze und Rubine in Hülle und Fülle. Doch wie kommt man nur an sie heran? Der Boden ist zu fest zum Graben. Ob ich es wohl von der Oberfläche aus versuchen sollte? Irgendwo dort oben habe ich schon einmal eine sehr ähnliche Struktur gesehen, genannt Irr Sound So, wenn ich nicht irre. Hä? Ruhm Koga! Leute, es spricht einfach komplett in Rätseln. Wobei das halt aussieht wie so ein Altar hier irgendwie, oder? Pfeile, Leuchtsamen, Gedöns. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wir sind hier fertig, weil das Eigentliche haben wir ja hier schon geholt. Ergo halte ich jetzt mein Versprechen ein und wir teleportieren uns jetzt nach oben. Frage ist, wohin? Eigentlich wollten wir uns diesen Abgrund nochmal näher angucken. Hier ist das Versteck der Jäger. Pass auf. Daher teleportieren wir uns jetzt hier hin. Wir müssen gleich wieder die Schneekleidung anlegen. Habe ich euch viel Spaß gewünscht? Ich wünsche euch natürlich viel, viel Spaß. Also ich lege da jetzt die Schneekleidung einmal an. Und dann... gucken wir mal. Weil dieser Abgrund interessiert mich natürlich noch, ist wahrscheinlich auch eine Gegend, die wir so schon kennen. Weil hier... Naja, wobei, nee, da waren wir noch nicht. Ist das jetzt so eine Geschichte? Oh, das nenne ich mal richtig. Oh, Tageslicht. Aber sowas von... Stimmt, das ist der, der eingeschneit ist, ne? Also, dann lass uns mal da in den Abgrund gucken. Ich weiß. Sehr, sehr viel Abgrund. Aber das gehört ja auch dazu, dass wir uns auch die Geschichte mal angucken. Ist das der hier? Boah, das sieht halt voll danach aus. Aber das Ding ist ja ein Riesenloch. Nee, das ist ein irgendein anderes Loch, oder? Was ist das hier jetzt?
Oh, guck mal, hier ist ein... Was mache ich damit? Ah, oh, ich habe irgendwas aktiviert. Irgendwo ist was zum Schießen auf jeden Fall. Ich find's nicht. Aber guck mal, das sieht... Ach, da unten. Ah, warte mal. Ah! Ach, fort. Warte. Wir müssen wahrscheinlich durch. Habe ich's gefunden? Cool. Haha, du hast mich gefunden. Ja, das war jetzt aber auch mehr Glück als alles andere. Tschüss. So, jetzt in der Wüste. Jetzt ist schon wieder heiß, ne? Ja, korrekt. Aber hier ist doch... Das sieht doch voll nach Giga hier aus. Also zumindest hier oben. Hier, das da. Und hier haben wir doch auch so einen Stein. Ich bin sehr verwirrt, Leute. Guck mal, ist auch dieses andere Auge auf jeden Fall. Dann könnte hier vielleicht noch eine Giga-Festung-Platz sein. Ich würde jetzt daher... Ja, so ein bisschen Klamotten hin und her gewechselt. Das tut mir leid. Aber it is what it is. So. Ja, schau mal, das sieht doch nach Giga aus. Das war jetzt so eigentlich gar nicht geplant. Eigentlich wollte ich das hier sehen, aber... Aber ist das das Versteck, was wir vorhin schon gefunden haben? Nee, guck mal, hier ist auch nochmal ein Versteck. Warum sind hier so viele von denen? Naja, klar, weil die hier sich Ganondorf zugewandt haben. Aber was auch erklärt, ne, ich hab's ja gesagt, das sind Ninja, was auch erklärt, dass die Chic-Kleidung, hier diese hier, ein Ninja-Anzug da ist. Es sind halt wirklich, ja, Ninjas. Und das hier sind doch Schutzzauber, glaube ich. Also ich bin mir bei diesen Holztäfelchen nicht sicher. Ich weiß, dass es diese Papierstreifen, dessen Namen ich so nicht mehr weiß, dass diese auf jeden Fall sind. Da steht einer. Könnte ein Giga sein? Ich weiß noch nicht. Und die haben ja zum Beispiel hier, das sind ja eigentlich die Frösche auch, also die überall rumstehen. Und den haben sie... die Augen verbunden mit dem Giga-Symbol. Und hier haben sie nochmal dieses andere Auge drauf gemalt. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was das als Bedeutung ist. Zum einen vielleicht so ein bisschen die Ninja-Aussage, ne? Es gibt ja auch so diese Kampftechnik mit verbundenen Augen kämpfen. Zum anderen aber auch vielleicht irgendwie verschließe dich nicht vor der eigentlichen Wahrheit. Oder die Wahrheit nicht sehen. Irgendwas, irgendein Beweggrund soll es ja noch haben. Weil es ist ja passenderweise auch ein umgedrehtes Auge. Ne? Zumal diese Träne, ihr wisst ja, ne? Die vielen gefallenen Chica darstellen soll. Puh, schwierig. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, da steht einer. Und ich weiß, das sieht sehr toll aus. Das Versteck der Giga. Das Versteck? Das Versteck? Ich weiß noch nicht. Ha, ich habe gehört, hier kann man die fiese Technik Erdmanipulation lernen. Auch was, was euch vielleicht schon mal begegnet ist im Kampf. Ich werde mal das nächste Mal, wenn wir drauf gucken oder wenn wir in einem Kampf sind, euch vielleicht darauf aufmerksam machen. Das ist nämlich so eine Technik, wie sie so Steine direkt aus der Erde holen können. Das heißt ja, dass sie sehr verbunden auch mit den Elementen sind, ne? Verschwende, nur Mitglieder der Giga-Bande dürfen hier rein. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich will eine tolle Technik lernen, damit ich beliebter werde. Wir sind Geheimagenten unter Kogas Kommando. Uns ist egal, wer oder was du bist. Du musst nur gut spionieren können und stark und loyal sein. Erst wenn du die drei Stützpunkte findest und die Giga-Kluft erhältst, wirst du zu uns gehören, du darfst eintreten. Drei Stützpunkte? Oh. Und dann bringen wir dir vielleicht unsere Techniken bei. Das ist alles. Wie wäre es mit ein paar Hinweisen? Wo sind diese drei Stützpunkte und was ist eine Giga-Kluft?
Ach, komm schon, das ist doch ein Witz. Mama hat gesagt, mein süßer Watzel schafft den Test auf Anhieb. Also habe ich mich auf den Weg gemacht. Und dann schaffe ich nicht nur den Test nicht, ich schaffe es nicht mal durchs erste Tor. Aber wenn ich zur Giga-Bande gehöre, lerne ich eine unfassbar fiese Technik. Und wenn ich sowas könnte, würden mich alle anhimmeln. Ja. Was? Du willst doch nicht etwa der Giga-Bande beitreten, oder? Du weißt schon, dass du nur eine Chance bei denen hast, wenn du diese drei Stützpunkte und die Giga-Kluft findest. Klingt für mich nach einem wahnsinnig lebensgefährlichen Test. Also lass es am besten gleich bleiben. Vor allem bin ich auch sehr, sehr überzeugend, wenn ich mit einem Shika-Auge direkt ankomme und zu den Giga will, ne? Dann nehmen die mich doch safe nicht ernst, wenn ich damit ankomme. Und vor allen Dingen hier mit Raurosam, also auch noch die Zona bzw. Sona irgendwie als Verbandelung. Das heißt, ich bin alles dann am Ende oder was? Ich tue besser alles, um den Typen zu verscheuchen. Je weniger Konkurrenz, desto besser. Apropos Konkurrenz. Hieß es nicht, die Giga-Bande hat dieses Institut so und so im Nordosten von hier in Akala eingenommen? Ob das stimmt? Zum Versteck der Giga-Bande. Okay, wir haben auf jeden Fall hier eine Markierung. Sounds nach einer very interesting quest. Warum habe ich denn hier jetzt die Bitte des Stallarbeiters? Das gibt's doch nicht. Ach, Himmelorsch. Haben wir doch schon erledigt. Wo ist denn jetzt die Giga-Quest? Ernsthaft jetzt? Ich hasse es manchmal. Welche... Da, hier, Kogas finstere... Hier, zum Versteck der Giga-Bande. Das hier ist das. Das sollten wir mal auswählen. Also, das ist es. Offenbar können nur Bandenmitglieder das Versteck der Giga-Bande betreten. Wenn du dich der Bande anschließen willst, musst du die drei Stützpunkte aufsuchen. Ich weiß halt nicht, ob wir nicht einen davon schon gefunden haben. Was heißt drei Stützpunkte? Hier haben wir ja einen. Ja, ich weiß nicht, ob der zählt. Oh, ich weiß halt nicht. Oder sind die so komplett verteilt? Das kann halt auch sein. Ach, schwierig. Vielleicht gibt das doch mal einen Hinweis. Hallo? Du bist doch... Großalarm! Großalarm! Supererzfeind, Link im Anmarsch! Alle bereit, macht zum Angriff! Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Ich dachte nur, sie geben mir einen Hinweis. Oh, ich glaube, das war ein Fehler. Oh. Was passiert hier? Oh, Freunde, ich glaube, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Oh, nein! Oh, no. Oh, no, oh, no, oh, no. Aber achtet jetzt auf die Elementgruppen, auf die Element-Dings auf, Freunde. Da, hier! Oh, Freunde, das gibt's doch nicht. Ach, du Schitte. Aber was hier? Also erstmal Schutzzauber ganz viel. Dann hier Teleportation. Uah! Hier, Erdzauber. Crazy. Aber zumindest alles das, was ich euch versucht habe zu erklären, haben wir jetzt hier gesehen und gefunden. Wir könnten jetzt mal ein bisschen mehr an Kraft noch zulegen. Und das hier sind alles immer Schutzzauber, die sie anlegen. Halt! Mega. Das hat gut funktioniert. Und der Große hier, ich weiß nicht, was es für einer ist. Ich glaube, das ist ein Schwertmeister. Ja, ja, das ist einer von den schweren Schwertmeistern. Ich weiß nicht, ob die sich einfrieren lassen. Yes, perfekt. Yes. Ultra gut. Das lief doch richtig gut. Jetzt weiß ich halt noch nicht, was passiert, wenn ich da jetzt nochmal hingehe. Aber das Zantin-Langschwert, das klingt doch sehr verlockend. Ich könnte ja das hier einmal auf den Boden... Und das Langschwert einsammeln. Ich speichere mal kurz. Ich weiß halt nicht, ob die dann gleich wieder Alarm auslösen. Aber wahrscheinlich machen die das die ganze Zeit. Bis ich in der richtigen Klamotte auftauche, ne? Ein Eindringling wurde entdeckt. Jetzt herrscht absolute Ausgangssperre. Keiner kommt mehr rein oder raus. Gut. Mit Eindringling könnten sie mich gemeint haben. Vermute ich mal. Toll. Fantastisch.
Ich und Eindringling niemals. Sehe ich so aus? Hallo, Entschuldigung. Ich bin so lieb. Also, gucken wir mal. Hier soll irgendwo noch ein Abgrund sein. Irgendwo in die Richtung. Erstmal ein Bach Schnuff. Und können wir runtergucken. Und schauen, was uns dann, was sich dann ergibt. Hier sieht schon wieder so nach Schnee aus. Wo ist der Abgrund? Where is the Abgrund? Hä, bin ich dumm? Irgendwo diese Richtung. Aber hier ist nicht der Abgrund, oder? Könnte hier der Abgrund sein? Abgrund? Ja, nein, nein. Nee, hier ist Giga. Aber das ist das, wo wir gerade hergekommen sind, ne? I have so many questions. Ich glaube ja tatsächlich, dass diese drei Stützpunkte komplett quer verteilt sind. Aber wo ist denn jetzt dieser Riesenabgrund? Ich bin gerade zu blöd, den zu finden. Oder ist der hier oben auf dem Berg? Nee, laut Karte nicht. Laut Karte müsste der hier um die Ecke irgendwo kommen. Karten lesen für Anfänger. Und Dirties. Weil der reizt mich noch. Da würde ich sehr gerne nochmal reingehen. Aber der ist nämlich jetzt erstmal abgehakt. Auch wenn wir immer noch nicht im Gerudo-Tal angekommen sind. Aber selbst da werden wir erstmal nicht weiterkommen. Das weiß ich. Oh nein, Blutmond! No! Da! Wir sehen ihn. Da ist er. Weil da waren wir nämlich auch noch nicht drin. Wow. Okay, das ist ja XXL. Friends, da müssen wir jetzt unbedingt mal rein. Warum ist der so groß? Und warum ist es so kalt? Kann ich nicht einfach so nochmal rein? Komm, schaffst du, Link. Und hier ist jetzt heiß. Nee, kalt? Immer noch kalt? Nee, es wird schon wärmer. Abgrund am Biridin-Hochland. Warum ist der Schlund hier so breit? Ich habe keine Ahnung. Zumindest, glaube ich, fallen wir auf eine Wurzel drauf. Oder? Was leuchtet denn hier alles so? Ich bin ein bisschen irritiert, was hier alles leuchtet. Was ist denn das? Das könnte Wasser sein, oder? Oh, wir landen auf Wasser. Oh, wir landen auf Wasser. Oh, Wasser, Wasser, Wasser ist schlecht. So, ich bin angekommen. Das ist schon mal die falsche Frucht. Aber wo ist denn... Habe ich denn nicht eine Wurzel gesehen? Nee. Ach, ist das Symbol für Abgrund. Ich bin auch manchmal echt zu dumm für alles. So, Dalle, Frage, sehen wir irgendwas, was uns ein bisschen weiterbringt? Nee, sehen wir nichts. Doch, da sehe ich eine Wurzel. Schnell weg von diesem Fliegeding. Zwei Wurzeln. Oh, die sieht ein bisschen näher aus. Wir hätten uns wahrscheinlich erst auf die konzentrieren sollen. Oh. Oder ist es eine Wurzel, die wir schon haben? Nö, ist es nicht. So, vielleicht war das jetzt schon wieder eine richtig dumme Idee, weil ich nicht vorher geguckt habe, wo wir hinfliegen. Eigentlich wollte ich hier im Untergrund gar nichts mehr machen gerade. Ich wollte jetzt eigentlich oben was machen, aber jetzt hängen wir hier unten. Doch, die haben wir doch schon. Scheiße. 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 Aber guck mal, die ist so weit weg. Möchte ich das gerade? Irgendwie ja nicht. Eigentlich möchte ich oben weiterkommen. Vor allem hier ist ja überall nur noch Miasma. Ist ja richtig unsympathisch. Und ich brauche Licht. Hier. Genau hier. Also, ich möchte hier wirklich jetzt nicht allzu lange hier bleiben, weil wir jetzt schon sehr, 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 sehr viel und sehr lange heute im Untergrund waren. Nervt euch, nervt mich, nervt uns alle. Aber irgendwo hier bin ich der Meinung, habe ich eine Wurzel gesehen. Hä? Wüstenbazar, Wüstengraben. Also hier haben wir einen. Ja. Und... Hier haben wir einen. Und...
Ich weiß nicht, was das für eine Markierung ist. Ist halt die Frage, wo geht's jetzt hin? Ich sehe halt schon wieder überhaupt nichts, ne? Und mir fällt schon wieder auf, wir brauchen die Geschichte. Da ist es, da ist es. Und hier ist so unfassbar viel Miasma, Freunde. Uiuiuiuiuiui. Und da ist schon wieder was ganz Ekliges. Monster. Habe ich jetzt auch eher weniger Bock drauf. Sollten wir also möglichst schnell am Miasma vorbeirennen. Aber es wird nicht besser hier in der Nähe, ne? Es wird nicht besser. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, ob wir da so ohne weiteres hinkommen, aber der macht Auge gerade auf mich. Ich kann gerade nicht beschleunigen. Mensch, jetzt Kinder. Mann, tust du denn? Also ein bisschen Licht wäre halt schon nice, um zu gucken, wo man hinläuft. Guck mal, da hinten ist gleich die nächste. Die hängen schon wieder extrem zusammen. Gut, das sieht gut aus. Hoch da. Aber das sieht aus wie eine Mine oder sowas. Könnte hier noch eine Mine sein? Also wir haben einen entdeckt und geradezu ist die nächste. Die Atat Ayam-Wurzel. Gesundheit. So, dann bringen wir ein bisschen Licht hier rein. Und sie sprach, es werde Licht und fand die Wurzel nicht. Was? Ich muss bald ins Bett. Eigentlich muss ich Videos schneiden. Ach Gott. Also, eröffne uns die Karte. Wow, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Und das Übel wollte ich lesen. Yeah. Wo war jetzt die nächste? Die nächste war da hinten, glaube ich, oder? Wo habe ich nie gesehen? Ich finde es aber schwierig, wenn man dann die Position verändert und nicht mehr das sieht, was man sehen wollte. Wobei ich ja eigentlich gar nicht so lange hier sein wollte. Und wir hier jetzt noch eine Truhe haben. Verlassene Wüstenbazar-Mine. Das heißt, oben drüber ist der Wüstenbazar. Na, nicht... Doch. Auch spannend. Okay, dann gucken wir uns hier jetzt ein bisschen nach oben. Ist ja, wir nähern uns ja schon mal langsam dem Bereich nur von... Was ist das? Was ist das? Was ist denn das für ein Ding? Untertagemaske. Leuchten. Für die Arbeit im Dunkeln entwickelte Maske, deren mit biolumineszenten Substanzen gefülltes Leuchten die Umgebung ein wenig erhellen. Ey, das sieht aus... Wie eine Fetischmaske. Warte mal, wo finde ich das? Hier. Wie ist da dran? Also erstmal hat es so Ameisenflair, oder? Jetzt habe ich voll eine Ameise mit irgendwas ganz seltsam dran. Ich möchte es ranzoomen. Ich fühle mich wie so eine Biene. Bzz, ich bin eine Biene. Bzz, ich bin eine Biene. Bzz, ich bin eine Biene. Bzz. Entschuldigung. Ja. Die Biene spricht zu dir. Autorisierung erfolgreich. Willkommen. Einst konnte man hier viel Sonanium finden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Ich verwalte im Bergbau verwendete Bauplansteinplatten. Nanu. Ich detektiere eine Bauplansteinplatte, die du noch nicht hast. Dann bekommst du von mir dieses neue Exemplar. Eine Bauplansteinplatte. Für was? Deckensprunggerüst. Das ist zauberhaft. Das wird uns, glaube ich, sehr oft sehr weit bringen.
Aha. Ich werde auch die Materialien bereitstellen, um die Bautomatik zu testen. Damit können wir nämlich dann an Höhe gewinnen. Das ist was Gutes. Ich hoffe, dass der die von mir überreichte Bauplansteinplatte von Nutzen sein wird. Vielen Dank, werter Diener. Vielen Dank. Ey, das klimbims um meinen Kopf rum, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber... Wir gucken jetzt mal, dass wir hier möglichst alles absammeln. Also, ich möchte jetzt erstmal hier aufs Dach drauf. Haselig, wie ich bin, will ich mal von oben gucken. So, was da in der Schale drin steckt. Siehste? So ein Anium. So ein Anium. Und da ist die nächste. Hier, da. Die ist gar nicht so weit weg. Ah, den Spot haben wir sogar schon mal markiert. Aber hier hinten. Ah, den haben wir sogar mal markiert. Der sieht tatsächlich aber sehr, sehr nah aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Alter, die sind so dämlich platziert. An den irrsinnigsten, stumpfsinnigsten, blödsinnigsten und verwinkelsten Verwinkelungsecken, die es gibt. Was will sie sagen? Na, genau das. Boah, ich weiß nicht, ob ich an dem Vorsprung hier hochkomme. Ich glaube nicht. Ja, also das Konstrukt, was es uns jetzt gegeben hat, oder den Bauplan zumindest, das ist aus dem Grund ganz cool, weil wir dadurch nämlich auf Höhe kommen können. Trotzdem müssen wir immer wieder so ein bisschen vorsichtig sein, was der Einsatz... Ah, siehst du, überspringen geht's. Was der Einsatz dieser Dinger... Oh, hier ist eine Truhe. Erfordert, weil das kostet ja auch Ressourcen. So, ein großer Sonau-Energiekristall, den nehme ich sehr, sehr gerne mit. Aber guck mal, da oben ist doch auch noch was. Da müssen wir jetzt bis ganz nach oben klettern. Ah, du kriegst die Kacke nicht voll, Mann. Das gibt's doch nicht. Du kriegst die Kacke nicht voll? Ja, ihr wisst vielleicht, was ich damit sagen wollte. Na, ja, guck mal hier. Könnte man jetzt. Du kannst das hier nicht. Warum nicht? Ach, dann nicht. Aber warum liegt es denn dann hier, wenn ich es nicht benutzen kann? Weil ich es anders kombinieren soll. Ist das übersetzt? Mach ich doch. Was denn? Aber wie bauen wir es denn? Wie wissen das jetzt? Ich baue das. So. Und dann nehme ich das, drehe das um. Baue das so. Steht das? Ich würde sagen, ja. Dann ist da noch eine Steinplatte. Ja. Nehme ich das und flöppel da noch ein Ding drauf. Und zwar... Ich komme nicht höher. Ist doch fixt und zugenäht. Fork. Na, ist schön. Ist ein Haus. So, dale. Aber kann ich den Stein nicht hochholen? Ich kann ihn noch hier oben raufsetzen. So, perfekt. Dann mache ich das so. Kletter an dem jetzt hoch. Und habe da schon wieder ein bisschen auf Höhe gewonnen. Theo praktisch. Oh, pass auf. Kann ich nicht, wenn ich mich direkt hier unten drunter stelle... Komme ich dann nicht auf Höhe? Nee, ich komme direkt daneben raus, ne? Und da ist Siko. Aber man kann es trotzdem nutzen, glaube ich. Man muss halt nur gucken, dass man richtig drauf landet. Ah, nee. Na gut. Na gut. Ich weiß halt nicht, ob wir das schaffen. Man könnte natürlich sich an diesen schrägen Eckdingern... Das wären so Spots, wo man sich erholen kann, wie man hochkommt. Weil der Turm ja sehr, sehr hoch ist. Und du brauchst, um wirklich komplett hochzukommen, auf jeden Fall Pausen zwischendurch. Ich werde den jetzt noch nicht nehmen, aber den nächsten, weil da haben wir nämlich zwei, links und rechts jeweils.
Aber die Nischen, ich denke mal, deswegen sind sie auch platziert. Nicht nur, weil sie cool und unverschämt toll aussehen, sondern, wobei hier habe ich ja auch hier noch einen Vorsprung, sondern weil sie auch genau so eine Funktion damit haben, könnte ich mir vorstellen. Und noch eine andere Funktion, Deckensprung. Warte. Ha! Mensch, mal klug mitgedacht. Liegt an dem Ameisenhelm, glaube ich. Und dann ist der ganze Bums gar nicht so schwierig zu erreichen. Alles nur wegen diesem einzelnen Licht hier. Oh Gott, bewahre. Haben wir jetzt schon den Schatz gefunden? Ja, haben wir. Hier war doch ein X. Aber wenn das X weg ist, heißt das, wir haben das. Vielleicht war das die Bauplatte. Das kann sein. Könnte das die Bauplatte gewesen sein? Ja. Warum habe ich hier noch eine Markierung? Ich weiß nicht, warum ich hier noch einen Stempel habe, Freunde. Also Frage. Wir haben hier jetzt mehrere. Da hinten ist auch noch eine, die ich sehe. Welches näher? Näher ist, glaube ich, die hier. Wurzel. Das meine ich. Wovon redet das Mädchen? Das meint sie. Wurzel. Dafür, dass ich hier gar nicht sein wollte, bin ich jetzt aber doch ganz schön lange. Ja, wie gesagt, wir sehen es jetzt gerade und ich glaube auch, dass wir da rankommen. Deswegen wäre es jetzt wirklich dumm, wenn man es nicht machen würde und probieren würde, da hinzukommen. Weil je schneller wir diese Karte irgendwie komplett bekommen, desto besser. Ich sehe sogar drei. Hier ist eine und da ganz hinten, hier ist noch eine. Da. Ganz, ganz, ganz weit hinten. Hä? Interessant, dass die jetzt hier alle sich wieder die Klinke in die Hand geben. Erst findet man sie gar nicht, was aber an der Ebene liegen könnte. Weil hier ist ja Wüste. Da ist nicht so viel bergiges Land. Haha. Heißt es übersetzt. Deswegen sehen wir mehr in die Ferne. Ja, die erreichen wir auf jeden Fall. So gucken, dass wir hier am Miasma vorbeilaufen. Weil hier, glaube ich, sehr, sehr viel ist. Wir müssen hier unbedingt raufklettern. Joris ist das Ding. Ich weiß nicht, aber es brauchen wir. Sonst kommen wir da, glaube ich, nicht zu der Wurzel hin. Weil hier gefühlt alles voll mit Miasma ist. I don't see anything. Ich sehe nichts. Aus dem Pilz emporgesprungen. Zu dem wollten wir. Siehst du, die sieht auch so nah schon aus. Weil nämlich, glaube ich, richtig viel scheiß Miasma drumherum ist. Und da ist eine Lücke. Ja, aber der Helm bringt doch ein bisschen was. Zumindest die unmittelbare Umgebung. Siehst du das? Also ich sehe direkt zumindest, wo ich hinlaufe. Das ist schon mal gut. Aber bei sowas hier... Jetzt nicht das Masterschwert wegwerfen. Ey, dann raste ich ja aus. Ich werde mein anderes Schwert auswählen, dass ich das versehentlich wegwerfe. So, die nächste Wurzel. Meine Fresse, das läuft ja heute im Untergrund. Der Bienenjunge. Die Wurzel. Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? Genau diese Wurzel. Lea, man bringe mir eine neue her. Und nichts geschah. Oh Gott. Geil. Und die Karte wächst. Also wir haben jetzt wirklich ein richtig großes Kartenteil insgesamt hier erreichen können. Mega geil. Zumal wir wissen jetzt hier oben, dass hier Perlen einödet. Das hier auf jeden Fall. Oh, guck mal, da müssen wir auch noch hin. Dass hier auf jeden Fall ein Schrein ist. So, da haben wir den nächsten. Und hatten wir nicht hier in der Nähe noch einen?
Warte. Ich will mal hier oben drauf irgendwie so ein bisschen auf Höhe kommen. Wir haben es ja nicht umsonst. Aber es, ich wollte gerade sagen, es könnte auch sein, dass man jetzt gleich dann ganz oben ist. So, wir müssen hier hinten. Da sind die neuen Sachen. Also, ich war ja der Meinung, dass ich hier irgendwo eine gesehen habe. Und aber auch hier. Hä, jetzt sehe ich gar keine mehr. Guck mal, sind schon wieder diese riesigen Statuen überall. Also, wir hätten auf jeden Fall da eine. Ich weiß, ich wollte ja eigentlich gar nicht weiter sein. Aber ich finde es gerade sehr geil, dass wir vorankommen hier unten. Auch wenn das total dumm ist. Und da ist doch auch noch eine. Nur tiefer. Hier. Die ist sogar noch näher als die da oben, glaube ich. Zwei sogar. Also ich weiß nicht. Irgendwie sind hier plötzlich ganz viele Wurzeln auf einmal. Die sind wahrscheinlich oben genauso dicht beieinander, nur wir sehen es halt hier einfach mehr. Ja, guck mal. Ich weiß nicht, welche näher ist. Ich habe halt Angst, wenn wir jetzt zu der ganz unten gehen, dass wir dann wieder nicht hochkommen. Aber die sieht halt richtig nah aus. Das kann schon wieder voll täuschen. Ich muss aber sagen, ich finde den Helm hier unten wirklich gut. Also, dass wir den jetzt gefunden haben, war toll. Trotzdem, falsch, brauche ich auf richtig weite Sicht jetzt nochmal was anderes. Ah, so weit ist... Also, schwierig. Oh, ich höre schon wieder irgendjemanden irgendwo. Ja, wir müssen, glaube ich, gleich mal einen Cut hier unten setzen und nach oben gehen. Ich möchte wirklich nach oben jetzt mal kommen. Miasma, Miasma, Miasma. Vor allem hier unten gibt es auch einfach keine Menschen, ne? Das ist so ein bisschen das, was ich vermisse. Ich wünsche mir irgendwelche anderen Wesen außer Monster. Lebendige Wesen. Oh nein, Miasma. Okay, hier ist jetzt ganz dumm gewesen. Ach, hier ist jetzt richtig dumm gewesen. Hier ist jetzt richtig viel. Schitter. Okay, die Wurzel ist doch wesentlich weiter weg als gedacht. Aber man verschätzt sich hier einfach so unfassbar. Aber wir müssten, glaube ich, gleich reinfallen. Wir müssten reinfallen. Jetzt, hier, gleich, sofort. Da ist es. Die Igata-Arak-Wurzel. Guck doch mal, wie viele Wurzeln wir jetzt auf einmal gemacht haben. Markiere ich gleich oben, dass da ein Schrein ist. Dann haben wir nämlich oben tatsächlich auch einiges noch zu tun. Das ist richtig toll. Aber wir haben ja ganz viel noch nicht gefunden. Aber ohne Witz, so viele Wurzeln auf einmal haben wir noch nie gefunden. Lieben wir. Aber gleich. Ich will euch ja auch nicht quälen. Und mich auch nicht. Aber wenn es läuft, muss man da den roten Faden so ein bisschen nutzen. Und welche Ecke haben wir jetzt weiter? Hier, die untere Ecke. Hier ist, glaube ich, schon wieder Kartenende. Kartenende. Wir gucken auch mal hier auf die Karte. Weil... Das hier sieht auch ein bisschen spannend aus, aber nichtsdestotrotz, in der Südoase befindet sich auch eine oder beziehungsweise ein Schrein. Dann gehen wir nochmal ein bisschen auf Höhe, damit wir den anderen sehen. Ich weiß halt nicht. Da hinten. Da ist einer auf dem Pferd. Man könnte... Komme ich an das Pferd ran? Geil. Geil. Mega. Auf den Riesenoschi habe ich jetzt keinen Bock. Geiler Shit.
Endlich mal wieder ein Pferd am Start hier. Ich habe ihn abgeluchst. Und damit kann ich jetzt auch schön über Mias mal rüber. Ach toll, lieben wir. Jetzt ist das ja richtig toll gerade geworden. Wir hätten auch von oben, ne? Ihr wisst ja, den Pferd ist... Ach so, die Wurzel haben wir schon. Ach, die haben wir schon. Aber die links hier nicht. Hier, die nicht. Wir hätten auch von oben wahrscheinlich mit einem runterspringen können. Hier lösen die sich wenigstens nicht auf. So, wir müssen halt mal gucken, wo hier jetzt Abgrund ist und wo nicht. Dass wir jetzt zum nächsten auf jeden Fall hinkommen. Aber ich kann ja mal entspannt hier ein bisschen weiter reiten. Weil hier ist Baum, das heißt, wir können es runtergehen. Die Frage, wie wir da hinkommen. Ja, hier können wir zumindest runterreiten. Das passt, oder? Komm, kommen wir hin. Kommen wir hin. Kommst du nicht hin? Dann reise ich alleine weiter. Dann ist das so. Vielen Dank für den kurzen Weg. Ah, ich bin mir noch nicht sicher, was hier auf uns wartet. Falsch. Ich will kein Foto machen. Foto ist jetzt definitiv nicht der richtige Moment. Also hier wäre jetzt noch ein Baum, weil wir müssen irgendwie jetzt auf Höhe rauf. Ich glaube, das ist dann auch erstmal die letzte Wurzel. Danach möchte ich wirklich nach oben, Freunde. Aber was ist hier alles? Stimmt, ich habe die mir erstmal heimlich auf, ne? Aber ich lasse trotzdem den jetzt mal. Wobei... Ich weiß nicht, schwierig. Ich weiß nicht, was hier vor uns ist. Das sieht richtig spannend aus. Was ist das? Friends, what is happening? Seht ihr das? Jiga! Ha! Okay. Gut, dann lass uns erstmal nach oben kommen. Komme ich hier ohne weiteres hoch? Ja, hier komme ich hoch. Jiga! Ja, guck mal hier. Ja. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal hin. Bevor wir... wirklich nach oben gehen. Aber das ist jetzt erstmal die letzte Wurzel. Sollten wir wirklich einen Cut setzen? Wir wissen ja, wo wir ansetzen können das nächste Mal. Gibt ja einige Spots. Aber die nehme ich noch mit. Toll. Vor allem, ich finde halt auch faszinierend, diese ganzen Strukturen hier auf dem Boden, ne? Ich krieg's gerade nicht näher ran. Es sieht halt alles aus wie tote Pflanzen. Also, Ladies and Gentlemen, Ginatoiros-Wurzel. Und da hinten wäre nämlich die nächste. Das ist wild, dass man hier so viele einfach in Folge sieht. Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass wir jetzt oben nicht weitergekommen sind. In, ich glaube, 3 Folgen sind wir jetzt schon unten. Ja. Ah, du willst machen, ne? Manchmal ist das so. Ist halt eine Woche unten. Ist die Kellerwoche bei uns. Wie in so einem im Pogo-Möbelmarkt, wenn irgendwelche speziellen Wochen sind. Ah, vielleicht lenkt es euch ja trotzdem ein bisschen ab. Entspannt euch. Jiga. So, da vertreibt die Wurzel des Lichts das Dunkle. Also die da hinten ist wirklich sehr, sehr weit. Ich könnte aber trotzdem mal einen Spot legen. Also wir werden jetzt erstmal auf die Karte gehen. Und... gucken. Aber ist sie nicht Gerudo-Stadt? Aber ist das nicht der, den wir schon haben? Ich wollte gerade sagen. Den haben wir doch. Ah, stimmt. Den haben wir. Und da müssen wir halt gucken, wie wir reinkommen. Hier. Sehr, sehr spannende Geschichte. Da haben wir nämlich irgendwo Jiga. Und da ganz vorne
So. Genau. Haben wir nämlich hier an dieser blauen Markierung. Hier. Da. Ah ja, ja, da ist ein Schrein. Da haben wir aber auch schon eine Markierung gesetzt. Ist also alles okay. Frage, Ladies and Gentlemen, zu den Giga runter wäre trotzdem nochmal geil. Oh, guck mal, das sieht aus wie eine riesig große Arena. Das wäre jetzt von uns blöd, wenn wir es nicht machen würden. Also, wir werden jetzt mal auf den Helm wechseln. Aber was ist das? Verlassene Gerudo-Mine. So, dann haben wir die nämlich schon mal auf der Karte. Und auch hier muss ja irgendwo noch... Ja, ist halt die Frage, ne? Also hier wird auf jeden Fall noch irgendwo eine Kiste sein. Aber ich glaube mehr bei den Giga hier unten. Was haben wir hier? Dieser Kohldampfweder. Der ständige Durchmarsch neuer Agenten hat unsere Bananenreserven bis aufs letzte Früchtchen aufgezehrt. Und hier im Untergrund gibt's nichts, aber auch gar nichts Vernünftiges zu essen. Die reinste Einöde ist das hier. Es gilt zwar die Anweisung, immer Vorräte an frischen Speisen und Zutaten von der Oberfläche bereitzuhalten. Doch was bringt's, wenn die blöden Rekruten einem das letzte Härchen aus dem Palmzopf fressen? Dann klaue ich mir eben selbst Bananen, verstecke sie unter meinem Rüstzeug. Nur so lässt sich Mundraub vermeiden. Ruhm Koga. Oder seinem Rüstzeug. Wo ist dieses Rüstzeug? Lasse deine Notiz niemals alleine liegen. Ich habe irgendwas im Auge. Oh, ich wittere Gefahr. Hä, vielleicht müssen wir die Gefahr erst bannen, bis sie rauskommen. Ich weiß noch nicht. Ich wittere Gefahr. Ja, die Gefahr muss erst gebannt sein, glaube ich. Ist das nicht Koga? Was macht er dann? Geht nicht auf. Ich möchte das nicht. Mach das weg. Mach das weg. Mach das weg. Funktioniert nicht. Warum funktioniert die Kacke nicht? Ja, es ist Koga. Koga, mein Freund. Na los, beweg dich. Der ist so schön mit seinem Zipfel auf dem Kopf, ne? Wir können uns jetzt mal in Ruhe angucken. Er hat nämlich auch eine ganz tolle Maske. Ganz tolle Maske, wie ihr seht. Ich finde es ja geil, wie er sich da bemüht und probiert. Na gut. Koga, ich habe dich gesucht. Hola. Das sollte doch mit der rechten Hand gehen. Aber egal, wie oft ich es auch versuche, es funktioniert nicht. Hey, du da! Versuch doch mal dein Glück. Wir kennen uns. Hallo. Was? Das bist ja du, Link. Du konntest es also nicht lassen und bist mir gefolgt. Ich mach das genauso wie du, aber dieses blöde Ding reagiert nicht. Hast du mich etwa reingelegt? Genug Zeit verschwendet. Dieser Kram liegt mir sowieso nicht. Ich werde kämpfen, dich besiegen und mir die Macht zurückholen. Mach dich bereit. Da fallen die Schutzzauber von ihm ab. Was ist er jetzt? Oh, er fliegt. Kann ich ihn runterholen? Safe. Irgendwie. Komm ich denn drauf? Freunde, müssen wir uns was bauen? Ich möchte nichts bauen. Oh, was macht er denn jetzt? Ah, hallo? Ist ein bisschen hart gemein von dir. Ich könnte gucken, wenn er unter mir ist. Oder ich könnte höher kommen. Klappt nicht. Okay, pass auf. Entweder ich muss jetzt noch was basteln. Die Musik ist krank geil. Oder ich hole ihn so runter. Ich bin zu lange. Guck mal, wie lange er braucht, um sich rumzudrehen.
Also bis jetzt würde man ja nicht hart gefährlich. Schwierig. Ich komme nicht an ihn ran. Aber was könnte ich mir denn bauen? Pass auf, wir haben doch die Bautomatik. Ich könnte mir doch jetzt irgendwas Schönes bauen. Das da. So, was er kann, kann ich auch. Ich brauche ein Lenkelement, oder? Warum funktioniert das nicht? Warum habe ich hier kein Lenkelement dran? Hallo, aufwärts. Kein Lenkelement dran. Freunde, das ist doch hier Scheißdreck. Hier irgendwo ein Lenkelement? Warum nicht? Sehr großer Mist. Aber so wird er uns nicht gerade gefährlich. Aber ich brauche... Habe ich noch ein Lenk... eins noch, ist mein letztes. Freunde, ist mein letztes Lenkelement. Also anders bleibt uns nicht übrig. Wir müssen Kampf der Lüfte machen. Gut, jetzt ist das fertig. Hallo, hallo, hallo. Sind wir nicht kaputt hier? Hier aufwärts. Ernsthaft jetzt? Meine Fresse. Was habe ich hier gebaut? Nichts Sinnvolles. Wir können natürlich auch eine Rakete nach oben schießen. Ich dachte, ich habe ein cooles Flugzeug, was einfach so losfliegt. Nix. Einfach nur so ein sinnloser, dämlicher Gleiter, der uns nichts bringt. Seht ihr das? Boah, leck mich am Arsch, ey. Okay, wie kriege ich hier das runter? Kann ich nicht mit der Bombe ihn runterholen? Pass auf. Hat doch 18 Bomben. Mit der Bombe soll das doch funktionieren. Ist der Adler gelandet? Wo ist er denn? Ist er immer noch oben drüber? Hä? Bin ich dumm? Aber haben wir ihn getroffen? Jetzt haben wir ihn getroffen. Ah, ich habe kein Schwert. Oh, alle zusammen, rauf da. Entschuldigung, der Anfang hat jetzt ein bisschen gedauert, um irgendwie eine Methode rauszufinden. Weil er hätte auch mit irgendwas Fliegedingsartigen auf ihm irgendwie landen können. Wo ist er denn? Da. Ja, ja, ich bleib jetzt bei der Bombentaktik. Das passt ja ganz gut. Oh, vielleicht. Ach, Dreck. Also, er hat seine Taktik geändert. Er hat neue Waffen dran. Dreck. Ich will auch nicht zu viele Bomben verdingsen. Dreckiger Mist, ne, sag ich euch. Dreckiger Mist. Wir machen das jetzt intelligenterweise. Weil... Nicht getroffen, nicht getroffen. Scheiße. So viel zu, ich bleib bei der Taktik. Ich weiß noch nicht, wie ich bei der Taktik bleibe. Wir können ihn auch einfrieren, vielleicht. Guck mal, aber jetzt zählt er doch noch unten, vielleicht. Ah, das klappt besser. Das klappt besser. Perfekt. Auf ihn rauf. Los. Alle zusammen. Schnell. Schnell. Los. Schneller. So, dritte Welle. Die letzte Welle. Wir müssen gucken, was er jetzt plant. Ah, ich probiere es immer von hier oben. Okay, irgendwas mit Zielfernzündung. Geh doch nach oben, Mann. Oh,
So viele Bomben habe ich auch nicht mehr. Warte. Komm, der muss sitzen. Er ist ein Schutzschild. Der Dude hat ein Schutzschild. Hab ich ihn erwischt? Nein, natürlich nicht. Ich muss von hinten treffen. Scheiße, wie komme ich jetzt um das Schutzschild herum? Immer noch nicht getroffen. Dreckiger Mist! Fuck. Hey, also, gar nicht mal so leicht. Vor allen Dingen ist die Folgenzeit gleich vorbei. Ich weiß gerade noch nicht, wie wir ihn treffen sollen. Was esse ich denn? Ich sollte wieder normale Dinge kochen. Oh, ein Ei. Wie Zugfahren früher mit Mutti. Aber kommt er jetzt tiefer runter? Auch nicht wirklich. Kann ich? Kann ich? Ich überlege gerade, welche Taktik man jetzt fährt. Ich habe dann keine Bomben mehr. Das ist mein Problem. Ich könnte von der Wurzel da hinten ausprobieren. Aber ich glaube, weißt du, ich könnte mit der Ultrahand probieren, ihn runterzuholen. Oh, wenn ich nicht am Boden kleben würde. Meine Fresse. Steh auf. Steh auf, schneller. Das ist, glaube ich, meine einzige Methode mit der Hand. Ich wüsste nicht, wie es sonst rangehen soll. Oh, der nervt mich ja jetzt schon wieder. Meine Fresse. Gut, er kann Technologien beherrschen. Ich weiß nicht, welche Taktik ich anwenden soll. So ein bisschen stupid gerade. Aber kann ich ein bisschen weiter weglaufen? Kommt der hinterher? Ich laufe einfach mal ein Stück. Ich hoffe nur nicht, dass der Kampf dann vorbei ist und ich alles nochmal machen muss. Aber sieht das so aus, als würde er hinterherkommen? Ich weiß halt nicht, ob der Punkt jetzt geeignet ist. Ich weiß halt nicht, wie ich da vorne rankommen soll, das ist mein Problem. Oder man nutzt den Deckensprung. Der ist zu weit weg. Also, das finde ich schwierig. Ich weiß gerade nicht, wie wir da was machen sollen. Weil richtig irgendwas Effektives bauen, kann ich auch nicht. Hier ist irgendwie gefühlt nur Scheiße. Und das hier kann ich auch nicht nutzen. Hä? Ich weiß gerade nicht, wie ich mit dem interagieren soll. Ich meine, ja, ich könnte hier irgendwelche Dings loszünden. Ich kann hier auf dem Boden mal platzieren. Das kann ich auch nicht. Ja, das ist doch gehopst wie gesprungen. Ich finde es schwierig gerade. Weil der da diesen Schild einfach hat. Oh, ich komme hier an dieser Ecke nicht hoch. Himmelarsch. Kletter doch da jetzt hoch, Mann. Habe ich ja jetzt keinen Bock drauf. Nerv. Nur weil er da festhängt. Unsere Folgenzeit ist vorbei, Mann. Ah, siehst du, deswegen mache ich so eine Sachen nie gegen Ende. So, und jetzt ist hier keiner, der mir helfen kann. Das macht mich ja auch wieder ab. Ich weiß nicht, wie ich an den Rand kommen soll. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man macht ja auch nichts.
Ich habe halt nicht kein ebenbürtiges Gefährt. Das ist mein Problem. Aber ich kann auch nichts greifen bei ihm. Der ist so gefühlt irgendwie unbesiegbar gerade. Und ihm irgendwie eine Rakete reinjagen kann ich auch nicht. Ich finde gerade echt... Fehlen auch ein bisschen die Ideen. Ich habe halt keine Bomben mehr. Das ist mein Problem. Also bleibt nur eins. Uns irgendwie was Essbares nehmen. Was mir nämlich auch langsam ein bisschen ausgeht. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich würde mir jetzt mal sowas platzieren. Warum schwebt die? Achso, weil... Zum Schweben muss es platzieren, ne? Ach, du Mistmuschi, Alter. Mann. Los! Ach, der braucht aber manchmal eben. Ach, ernsthaft jetzt? Ist das dein Ernst? Ist echt blöd platziert, darf ich das mal so sagen? Wo ist denn der Dude jetzt? Oh. Hallo? Wo ist er denn? Markierung täte gut. So, 10 mal im Kreis gedreht, nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, wie ich an ihn ran soll. Von hinten am besten irgendwie, ne? Immer so zu zielen. Aber der fliegt halt auch so mistmäßig kacke. Guck mal, da kommt mein Pfeil nicht hin. Also normalerweise würde ich ja tippen, ich muss mir irgendwas Fliegendes bauen. Aber ich habe keine Ahnung, was. Also, wir müssen ihn anders runterholen. Natürlich auch das so machen, wenn er unter uns ist. Kriege ich mit, wie er unter uns ist? Keine Ahnung. Hm. So zum Beispiel schon mal nicht. Können natürlich auch. Warte. Oh, ernsthaft jetzt? Jetzt. Mann, das gibt's doch nicht. Oh, fuck. Oh, jetzt werde ich langsam sauer. Schütze mich aber auch nicht. Wozu habe ich die denn? So. Den Bree jetzt hier. Komm mal ran jetzt auf den Meter hier. Ich lande eher wieder unten, als dass er da ist. Okay, ich muss mich an den Schatten orientieren. Ich weiß, ich weiß. Wo ist er denn? Orientierungslos durch den Wind. Ah, an mir ist kein Ninja verloren gegangen. Definitiv nicht. Oh, mich sackt das gerade echt ab, dass ich den nicht hinkriege. Boah, ich habe gleich keine Lust mehr. Und kein Essen vor allen Dingen. Mann, immer auf dem Feierabend, ey. Scheiß die Wand an, ey. Freunde, mich verliert gerade die Lust. Hier weiterzumachen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir hier... Ha, Alter, entscheiden. Mann! Ich
überlege gerade, ob wir es das nächste Mal probieren. Es ist auch gerade echt gerade warm. Ich habe gerade echt keine Nerven mehr. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Nervt mich so ein bisschen. Ich habe keine sinnvollen Bauteile. Das ist mein Problem. Weil, wenn ich die Dinge jetzt durchgehe... So wirkliches Flugzeug ist es ja nicht. Fliegt ja nicht nach oben. Universalkanone. Die Projects. Gut, so viel dazu. Aber warum fliegt mein Flugzeug nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann euch nur sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt weiter besiegen soll. Er kommt ja nicht nach unten. Die faule Sau. Kriege ich ja auch nicht nach oben. Von hier unten, oder? Oder? Kriege ich ihn nach oben? Nein. Ich weiß es nicht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich kann ja nichts einsetzen, nichts verwenden. Das ist gerade echt scheiße. Entweder fehlen mir die Sachen dazu, die ich brauche. Ich muss mich schützen, ja. Schütz mal lieber mich hier. Bringt ja niemandem was, wenn ich den Kampf nicht schaffe. Ich weiß nicht, ob ich mittendrin speichern oder aufhören kann. Das wäre halt auch noch eine Überlegung, weil ich gerade echt keine Ahnung habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, mir fehlt langsam Essen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ein bisschen sehr. So. Meine letzte Bombe. Habe ich ihn getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen. Schnell ran, 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 ran. Oh, mit meiner letzten Bombe. Oh, warum habe ich das nicht eher schon probiert? Meine Fresse. Bäh, hier ist das viel zu sandig. Ständig kriege ich das Zeug ins Auge. Nur darum lasse ich dich nochmal davonkommen. Dieser Konstruktschrotthaufen reagiert sowieso nicht. Egal. Planänderung. Die Operation Macht der Götter an mich reißen war ein Fehlschlag. Abgehakt. Wäre nett gewesen, diese Macht zu haben, aber unser eigentliches Ziel ist sowieso ein anderes. Hier gibt's nämlich was unglaublich Mächtiges. Sonau-Energiekristalle und die sammeln wir. Damit reparieren wir dann eine uralte, furchtbare, unschlagbare Waffe und bringen sie seiner Großartigkeit dar. Damit kann er sich dann endlich seinen Wunsch erfüllen. Das Ende der Welt. Behalte ruhig die Macht, die du uns gestohlen hast. Ich habe schon fleißig Sonau-Energiekristalle gesammelt, um damit die ultimative Waffe zu reparieren. Jetzt gibt's hier nichts mehr zu holen. Dieser Ort ist nur noch ein leerer Berg. Ich überlasse ihn dir. So, jetzt verlasse ich dich in Richtung, verlassene Ostmine. Tschüss. Verlassene Ostmine. Auf in die Lüfte! Tschüss. So. Ja, also, das Problem war halt, dass meine Bomben jetzt am Ende waren. Wir hätten es auch schneller und eleganter lösen können, wenn ich noch mehr Bomben gehabt hätte. So, aber das war jetzt ein glücklicher letzter Schuss. Link. Ja? Danke, dass du die Eindringlinge vertrieben hast. Da ihr so laut geredet habt, konnte ich übrigens nicht anders, als eurer Unterhaltung zuzuhören. Die verlassene Mine im Osten, zu der dieser Mann unterwegs ist, müsste die verlassene Ranell-Mine sein. Verlassene Ranell-Mine, verlassene Ranell-Mine. Dann wäre es das dritte Mal, dass wir ihm begegnen. Ist vielleicht auch das letzte Mal.
Das ist extrem weit weg. Außerdem gibt es in diesem Gebiet hier keine steinernen Statuen, die den Weg dorthin weisen. Man sollte vielleicht hinauf an die Oberfläche und sich dann in der Region im Osten in einen Abgrund begeben. Zum Glück weisen in zwei Abgründen der Region im Osten steinerne Statuen den Weg zur verlassenen Ranel-Mine. Und zwar ein Abgrund auf einem Hügel im Sumpf von Ranel und einer bei einem Dorf in den Bergen südlich davon. Also Hügel, Sumpf von Ranel. Ich notiere mir das mal eben. Ich weiß nicht, ob ich das nächste oder übernächste Mal, wann auch immer, noch weiß. Aber okay. Ach, bevor du auf deine Reise aufbrichst. Ja? Mein Artgenosse da drüben arbeitet an Bauplansteinplatten. Ich möchte dir gern eine vermachen. Yay, so Kogas finstere Pläne. Da haben wir es. Kogas finstere Pläne. Alles klar. Gut, da haben wir es jetzt auch als Mission nochmal. Fantastisch. Gucken wir jetzt erstmal, was da drin ist. Wir müssen uns beeilen. Unsere Folgenzeit ist gleich aus, vorbei, Ende, wie auch immer. Also, und welches Konstrukt? Das da. Schon wieder das im Auge. Ich glaube, wir werden uns das nächste Mal hier ein bisschen näher umgucken. Autorisierung erfolgreich. Hi. Na, was hast du für mich? Willkommen. Einst konnte man hier viel Sonanium finden und dieser Ort war eine florierende Schmelzhütte. Ich verwalte im Bergbau verwendete Bauplansteinplatten. Nanu, ich detektiere eine Bauplansteinplatte, die du noch nicht hast. Dann bekommst du von mir dieses neue Exemplar. Bin ja gespannt, was es ist. Lass es irgendein sinnvolles Gerät sein. Ein Landboot. Ah, für Sand? Ah. Ich werde auch die Materialien bereitstellen, um die Bautomatik zu testen. Mais interessant. Das hört sich sehr, sehr gut an. Ich hoffe, dass dir von mir überreichte Bauplansteinplatte von Nutzen sein wird. Boah, aber das war doch mal ein schöner Kampf, weil, na, nicht ganz so easy. Ich weiß, ich habe schon wieder gemeckert und geflucht. Aber mir hat einfach irgendwas noch gefehlt. Weißt du, wie ich meine? So. Eigentlich wollten wir uns jetzt das nächste Mal umgucken. Ich weiß. Jetzt sind wir aber hier. Autorisierung erfolgreich. Willkommen, Meister. Ich bin ein Alchemie-Konstrukt. Meine Aufgabe ist es, Sonanium zu anderen Materialien zu verarbeiten. Einen Moment, bitte. So, das Ding ist, was brauchen wir denn für die Batterie? Was brauchten wir für die Batterie? Weiß das noch jemand? Brauchten wir Energiesphären? Oder Energiekristalle? Energiesphären, oder? Nee, Energie wiederherstellen. Hier, das ist zur Erweiterung der Batterie, richtig? Dient zur Erweiterung der Batteriekapazität. Also sind nur die Sono-Energiekristalle, ne? Aber welches ist jetzt sinnvoller? So, pass auf. Und die brauchen wir jetzt. Ich hoffe, das passt soweit. Ich weiß nicht, was ich hier tue im Übrigen. Ist immer gut, ne? Ist immer gut. Können wir uns jetzt hier auch nach unten wieder teleportieren? Ich würde jetzt... Können wir doch, oder? Ja, zur Wurzel. Okay, pass auf. Dann lass uns das mal schnell testen. Lass uns das mal ganz schnell testen, indem wir hier jetzt zum Spähposten gehen. Ich will mal gucken, ob wir jetzt die Batterie noch weiter aufbessern können. Ich weiß, heute eine sehr, sehr lange Folge. Manchmal ist das so. Aber vielleicht cutte ich die auch in zwei Parts. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, aber gleich wird sein zu Ende, die Folge. Weil sonst kacke die Technik ja wieder ab. Also lass uns mal gucken, ob wir die Batterie jetzt aufbessern können. Dann lass uns hier nochmal nach unten zurückgehen. Dann speichere ich. Dann setzen wir nämlich da an der Stelle dann wieder fort. So läuft das. Und ja. Weil wir brauchen natürlich wesentlich mehr Batterienleistung.
Also, dann laufen wir mal schnell raus. Und vor allen Dingen haben wir hier oben, guck mal, wir können auch unseren Inventarplatz eigentlich gleich erweitern. Ach, ärgerlich, hier passiert ja so viel schon wieder. So viel wieder, dass wir eigentlich gar keine Zeit haben. Also, pass auf. Falsche Richtung. Wir sind komplett in die falsche Richtung gelaufen. Lieben wir. Ich will doch einfach nur meine Batterien aufbessern. Also. Schnell, schnell, schnell. Hier sind Fische drin gewesen. Haben wir keine Zeit für. Haben wir alles keine Zeit für. Laufen wir doch bitte jetzt einfach mal schneller. Schon wieder sehr ungeduldig. Tageslicht. Ich muss bald ins Bett. Aber ich bin eh noch nicht müde. So, Dale. Stimmt, ich muss richtig bald ins Bett. Hallo. Dies ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir Sonau Energiekristalle. Ja, möchte ich. Um 3? Ja, bitte, unbedingt. Einen Moment, bitte. Hey, geil. Jetzt kommen wir da mit dem Bums nämlich auch endlich mal weiter hier. Deine Sonar der Kiste. Ja, genau so. So einmal Leseskills on point. Blub, so. Perfekt abgekürzt. Mega. Freunde. Also 100 für 3 wahrscheinlich, ne? Und guck mal, so viel können wir dann nämlich noch ranklöppeln, bis das Ding voll ist. Bitte kehre jederzeit zurück. Mach ich. Aber jetzt werden wir erstmal. Ich das nämlich vergesse. Oh, komm ich hier nicht rein? Hallo? Sesam, öffne dich. Warum war er zu bei dir? Ich hab doch hier den Dude gesehen. So viel Zeit muss jetzt auch sein. Hier! Chakalaka, chakalaka, chakalaka. Das Angebot des Ladens scheint erweitert worden zu sein. Hallo. Schnupperschnüff, du hast Kroxham dabei, oder? Ja, guck mal, 27 goldene Scheißaufel habe ich. Wenn du mir Kroxham gibst, dann kann ich an deiner Tasche größer machen, ja? An deiner Tasche, genau so. Ach, ich lese einfach gar nicht mehr. Welche Tasche? Wir brauchen einmal die Waffentasche. Bitteschön. Ich war zu spät. Aber wir bessern noch was auf. Lü, perfekt. Das brauchen wir nämlich. Dann müssen wir jetzt, was mache ich jetzt noch? Die Bogentasche vielleicht? Ja, ich habe noch mehr. Lass mich Tasche vergrößern. Pass auf, die Bogentasche. Kriegst du. Bitteschön. Dann haben wir noch 10. Cringe as fuck, aber es ist auch dunkel. Und da staubt es gleich. Warum gibt es den Krog eigentlich nicht als Amiibo? Das täte ich mir wünschen tun. So, siehst du, da brauchen wir nämlich keinen Platz. Aber Waffentasche können wir nicht noch größer machen, ne? 17 habe ich nicht. Schildtasche, die können wir noch größer machen. Ah ja. Machen wir die Schildtasche jetzt zweimal größer. Ich liebe ihn. Er ist so toll. Er ist einfach so toll. Ja, ist toll. Ja, pass auf, dann lass uns mal die Schildtasche größer machen. Wobei Schild ist eigentlich, ich brauche mehr andere Waffen, ne? Ja, ja, hier. Nimm die 4. Ich liebe ihn einfach. Er ist so toll. Mit seiner Choreografie, seiner Tanzgruppe. Für lustige kleine Crocs. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht. Ich komm wieder. Bleibt er denn dann hier? Ich habe keine Ahnung, ob er hier bleibt. Also, zumindest habe ich gesagt, wir gehen jetzt wieder nach unten. Weiß immer noch, wo wir waren. Wo war die letzte Position? Zeigt ihr mir das nicht an? War das nicht hier? Ja, hier, letzte Position. Genau, dann teleportieren wir uns nämlich hier hin. Und wäre nämlich unten die letzten. Naja, es wäre halt blöd, wenn wir da jetzt nicht nochmal hingehen, weil sonst weiß ich, grasen wir die Stelle dann nicht so ab. Das heißt, wir werden jetzt das nächste Mal tatsächlich einfach hier jetzt drumherum einfach nochmal ein bisschen gucken.
was wir da finden. Alles einmal ein bisschen abgrasen. Das heißt, wir laufen jetzt einmal schnell zu der Mine hin. Und wobei, wir können auch einfach hier erstmal stehen bleiben, wo der Turm ist, ne? Jo, pass auf, genau. Dann werden wir einfach erstmal auf den Turm gehen und mal gucken und einfach hier unten mit den Konstrukten ein bisschen reden und dann werden wir nach oben gehen. Und wie das Ganze weitergeht, oben, ob wir endlich dann zur Gerudo-Stadt kommen, vielleicht auch in die Stadt rein, werden wir ab der nächsten Folge rausfinden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch mit dabei wärt. Bis dahin, genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. I'm gonna go get some more.